Wenn ich auf dem Weg des Glücks gehe, bin ich sehr beschäftigt und finde es wahrscheinlich nicht. Darum fällt mir der Wegbeschreibung so nicht. Glücklich sein ist der Weg. Im Aktuellen, in der Präsenz. Und im Präsenz Dankbarkeitsschulung, Aufmerksamkeitsschulung, Achtsamkeitsschulung. Das sind für mich Anwendungstechniken, die ich sofort anwenden kann, die sofort zu Resultaten führen. Wenn ich auf die Suche gehe nach dem Glück, ist es etwas, was mit der Zukunft zu tun hat. Und Zukunft ist eine Illusion in diesem Sinne und in anderen Sinne. Wenn ich suche, muss ich ja finden. Und wenn ich finde und suche, bin ich so beschäftigt, dass ich gar nicht die Achtsamkeit habe, das kleine Detail zu sehen. Und ich glaube, es ist eher eine Gegenwartsbetrachtung. Glücklich sein ist der Weg. Das eine folgt dem anderen. Zuerst kommt die Leistung. Das brauchen wir. Wenn wir morgen aufstehen, produzieren wir Leistung. Und eine erfüllte Leistung führt uns zu einem hohen Zufriedenheitsgrad oder zu Glück. Und somit ist das eine nach dem anderen. Und ich glaube, wenn man es in diesen Kontext nimmt, macht es Sinn, diese Begriffe nicht als Gegensätze zu erkennen. Vertrauen und Anerkennung sind wie Sauerstoff. Geld ist wie grundsätzlich Nahrung und da brauchen wir auch, aber es ist viel neutraler. Man kann auch besser verzichten auf Geld, aber Anerkennung, Selbstverwirklichung und das Gefühl, nützlich zu sein, Sinnvolles tun zu dürfen, sind viel stärkere Treiber der Motivation. Ich bin überzeugt, dass überdurchschnittliche Performance-Leistungen von Unternehmen nur zu erzielen sind mit überproportional motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich meine, das liegt vieles im Magen und ich könnte das belegen an einer Zahl. Den Krankenstände in Deutschland hat im Jahre 2010 3,7 Milliarden ausgemacht. Diese Zahl ist nicht Gott gegeben, die kann man reduzieren, die müsste man reduzieren, indem man die Ansprachen, die Mitarbeiter, der Umgang mit den Mitarbeitern in ein neues Licht zehren würde. Eigentlich kann man es ganz einfach erkennen. Das, was ein Mensch gern tut, da ist er in der Regel stark. Und das Ausbauen der Stärken hat mit sehr viel mehr Lustgefühl zu tun und ist einfacher zu bewerkstelligen, weder an seinen Schwächen zu arbeiten. Schwächen zu arbeiten ist ein mühsamer Prozess, der zu wenig Resultat führt. Viele Führungskräfte verlangen aber Abbau der Schwächen, was natürlich völliger Blödsinn ist und zu schlechten Resultaten führt. Ausbauen der Stärke, das ist der Königsweg der Führung. Das Auffallende, wo alle diese Namen verbinden, und da gibt es noch viele andere, die ich kennenlernen durfte, ist eigentlich ihre Bescheidenheit. Einstellung, Verhalten dieser Menschen und Wirkung dieser Menschen haben sehr stark mit ihren Persönlichkeiten zu tun. Und wie sind die? Die sind wirklich wichtig. Und wie verhalten sich die? Eben nicht wichtig. Die nehmen sich völlig runter und schwingen sich auf jeden Gegenüber ein und urteilen über spannend oder nicht spannend als Gegenüber. Und dieses sich nicht so wichtig nehmen, obwohl wir sie als wichtig interpretieren, das ist Stärke, das ist Größe und das macht sie zu eben wirklich wichtigen Menschen.